Aber dir ist klar, ich verstehe nichts von Politik. Hast ihn aber gewählt, oder? Adam Lang? Ja, natürlich. Alle haben ihn damals gewählt. Er bekommt 10 Millionen für seine Memoiren, aber er sucht einen Ghostwriter. Das Ganze ist eine unglaubliche Chance für dich. Hallo? Wer sind Sie? Ich bin Ihr Ghost. Das Manuskript darf weder aus dem Raum entfernt, noch darf es kopiert werden. Das wäre ein Sicherheitsrisiko. So, wie wollen wir vorgehen? Ich interviewe Sie und übertrage Ihre Antworten in Prosa. Sind Sie startklar? Der ehemalige britische Premierminister Adam Lang macht wieder Schlagzeilen. Sie fragen sich schon, worauf Sie sich eingelassen haben, oder? Sie arbeiten für den Mörder! Offenbar war der Druck für den ersten Ghostwriter zu groß. Von dem hast du mir nie was gesagt. Er war betrunken, ist über Bord gegangen. Ob wir je erfahren, ob sein Unfall oder Selbstmord war? Das Buch hat ihn umgebracht. Was hast du mir da eingebrockt? Was die Anklage will, ist die Erlaubnis, eine offizielle Untersuchung einzuleiten. Wie lautet deren Vorwurf? Sie arbeiten für einen Kriegsverbrecher. Sie haben keine Beweise. Sie werden uns die Beweise beschaffen. Die Wahrheit steht in Langs Memoiren. Ihnen ist doch klar, wie ernst die Sache ist. Hallo? Ich glaube, mein Vorgänger wurde ermordet. Nennen Sie mir nur eine Entscheidung aus Langs Jahren als Premierminister, die nicht im Interesse der USA war. Sie gehören ja jetzt praktisch dazu. Ach ja? Sie haben das Statement formuliert. Das macht Sie zum Komplizen. Wollen Sie mir etwas sagen?